Willkommen zurück bei Let's Play Banished. Ich bin im Bauwahn, wie ihr hier vielleicht auf der linken Seite erkennen könnt. Neues Ziel, ich will die komplette Nein, ich will ich natürlich nicht. Ich will nicht den kompletten Bildschirm mit Baufenstern verschließen. Ich will, dass die möglichst schnell hier die Sachen hinbauen, damit ich die Baufenster wieder zumachen kann. Ich muss natürlich aber kontrollen, ob die Sachen auch, wenn sie denn gebaut sind, ihre Mitarbeiter bekommen. Das wäre doch fein. Das wäre doch was Feines. So, 11 Teacher, 11 Physicians, 7 Kleriker. Ja. Wie läuft es denn mit dem Baumfällen ab? Baumfällen und Wald entfernen hier. Ja, sieht schon gut aus. Hier ist schon nicht mehr viel übrig vom Wald. Vereinzelt kämpfen sich einige Bäume noch durch ans Tageslicht, aber der Großteil wird es wohl nicht schaffen. Tragisch, tragisch. Ja. Die Gatherers hat. Komm, 3, 2, 1, meins. Da kommt, ihr Lieben. Haut nochmal drauf. Die Gatherers hat es fertig. Sehr schön. 1, 2, 3, 4 neue Arbeiter. Schau mit auf. Fishing Dog. Rückt rein. Bodum. Died during childbirth. Died by cave in. Alle sterben sie irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber jeder muss mal sterben. Da muss man durch. So, hier. Fehlt natürlich noch ein Weg. Wo ein Haus ist, da muss auch ein Weg sein. Kann ich hier eigentlich schön so da irgendwie noch so einen Weg hinkriegen? Da, perfekt. Sieht doch wunderschön aus. Kann keiner was gegen sagen. Passt da noch ein Fischer hin? Fishesman? Fishman? Fishman? Wo habe ich den Fischermann? Den Fischermann? Den Fischermann? Der Fischermann, der alles kann. Da passt er hin. Da ist er schön. Upp. Fischermann. Wird dann irgendwann gebaut. Daneben noch ein, zwei Häuschen. Die natürlich nicht. Irgendwo müssen die Fischermänner auch wohnen. Klack, da geht's nicht. Da geht's aber. Und hier an den Weg kriegt auch noch irgendwo ein Fischer ein schönes Häuslein hin. Ich befürchte nicht. Naja, da müssen wir durch. Irgendwie werden wir das schon schaffen, glaube ich. Ja, wir sind mal wieder am Limit, wie immer. Es läuft, es läuft, es läuft in Schöningsdorf. Hier, wie sieht's aus? Da wird das Haus gebaut. Der liebe Rylando. Rylando, Rylando. Rylando, Rylando. Amigos, adios, adios, el silencio loco. Ja, die gute Luna hat vor Ewigkeiten mal das Lied Bailando gemacht. Das habe ich gerade angestimmt. Ich weiß, ich sollte nicht singen. Wenn ich singe, das hört sich immer an, als ob man eine Katze quält. Egal, ich mach's trotzdem. Mir macht Spaß. Und solange es Spaß macht, ist es gut. Ist auch mein Motto beim Let's Playen. Solange es Spaß macht, mache ich es. So, wollte mir die Brücke hier mal fertig bauen. Ihr könnt jetzt langsam mal zum Bilden kommen. Hier kommen lauter Leute angelaufen. Was macht ihr da? Was machst du da, kleines Kind? 8 Jahre alter Dicky. Oh Gott, Dicky. Dicky macht einen Waldausflug. Das, also die Eltern, die haben doch auch. Das ist so ein Aufruf zum Hänseln. Aber sowas von. Oh Mann, oh Mann, liebe Eltern. Was tut ihr eurem Kind an? Muss das wirklich sein? Ist das notwendig? So. Hier sieht das doch alles schon wunderbar aus. Man sieht die Balken an der Seite wachsen. Beim Fishing Dock und bei der Wooden Bridge. Jetzt kommt die Frau von der anderen Seite angescheißert und die... Ernsthaft? Jetzt rennt die den kompletten Weg hier durch den... Rennt die den kompletten Weg hier durch die Weltgeschichte, um die blöde Brücke von hinten zweimal drauf zu hauen. Anstatt von der anderen Seite zu kommen und das vernünftig zu machen. Komm, jetzt mach... Nein, lauf doch nicht weg! Wieso läufst du den... Amirona, wieso läufst du denn weg? Bau doch die Brücke fertig. Die 3 Schläge, die hätten es doch auch nicht mehr fit gemacht. Hättest du eben mit dem Essen warten können. Ich weiß, du hast Hunger, aber bitte. Das darf doch nicht. Das grenzt doch an Arbeitsverweigerung hier. Und da ist wieder irgendwas fertig geworden. Was ist da los? Da ist das Quarry fertig geworden. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das andere Quarry noch bei weitem nicht vernünftig bearbeitet ist. Naja, dann müssen wir halt warten.
Hier dieses Query, das sollte eigentlich bald mal, das sollte jetzt so langsam mal irgendwie gebaut werden, damit die Leute dorthin können. Ne? Da oben 10 Arbeitslose, die jetzt gerade keine Steine produzieren. Das geht doch nicht. Los, baut es. Oder baut die Brücke, dann bauen wir das andere Ding. Mir ist es egal. Hauptsache, wir bauen hier irgendwie irgendwo irgendwann mal was Vernünftiges. Los, los, los. Macht es, Jungs, macht es. Ich möchte die Leute jetzt eigentlich nicht arbeitslos lassen. 50 von 40. Ich brauche das neue Query. Ich brauche es recht bald. So, wo sind meine Arbeiter? Die eine rennt darum und sucht einen Herbalisten, die andere rennt hier rum und macht sonst was. Ist working. Bis du da bist, ist die Brücke wieder der Voraltersschwäche gestorben. Wer geht denn da schwimmen? Ah, Bambi geht schwimmen. Interessant. Kleines schwimmendes Bambi. Bambi will da hinter der Mutter her. Ne, hinter dem Vater her. Das ist er, der Papa. Und da ist Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Das ist Bambi. Wo willst du hin, kleines Bambi? Ha, wo willst du hin? Es wird Winter. Ah, es will sich noch was zu essen. Ein bisschen Fett anfressen vom Winter. Das ist ratsam, das stimmt natürlich. Sollte man machen. Als kleines Bambi. So, Bodom, Killed by the Cave In. Ich weiß. Klack, klack, wieder ein Haus fertig. Oder eine Brücke? Nein, keine Brücke. Brücke ist hier nicht fertig. Die Brücke wird wahrscheinlich nie fertig werden. Da irgendwo scheißert der liebe Roselin gerade durch die Gegend. Ja, Rose Evelyn heißt er. Rose Evelyn heißt er. Kind von Theodore Roosevelt und Evelyn Hamann. Weil sie sich nicht einig wurden, wie das Kind denn heißen soll, haben sie Rosevelin genannt. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Arschlochkind. Hat der Mittermeier damals, Mittermeier hatte das Arschloch, ich weiß nicht, ob er das erfunden hat, aber er hat dann immer das Arschlochkind verwendet. Du, mein Junge, bist ein Arschlochkind. Eindeutig. Sonst hättest du diesen Namen nicht bekommen. Und ich wette, du machst genau 2 Hammeranschläge und dann haust du wieder ab. Na, 1, 2, 3, 4, 4 Hammerschläge. Wow! Ich bin begeistert. Wie viel hat es jetzt gebracht? Ja, einmal einen Punkt hast du drauf gekloppt. Du Arschloch. Get trendy is getting something to eat. Yo. Und jetzt haben sie schon einen neuen. Iran. Nee, Orion heißt er. Aber Orion könnte es tatsächlich schaffen, das Ding fertig zu bauen. Ich bin da sehr zuversichtlich momentan. Es könnte tatsächlich sein, dass er das fertig schafft. So, 26 Leute brauchen wir noch. Fishing Dock, 3, 2, 1, meins. 1, 2, 3, 4. Neue Arbeiter. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wo sind meine Fishermen? Passt. Gut. Fishermen sieht gut aus. Wooden Bridge. Booyah. So, dann können wir den Quarry hier auch wieder bauen lassen. Dann ist es etwas einfacher. So. Kluck. Ein neuen Fishing Dock zu. Wieso habe ich hier nur einen einzigen, der da irgendwie arbeitet? Da könnte man noch mehr zuweisen. Na los, los, los. Baut mir den Quarry. Ich hätte gern den Quarry. Go, go, Gadgetto Quarry. Jetzt mache ich den zu, das ist doof. Das ist reichlich dämlich, was ich da gerade gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich alles zugemacht habe. Ich Idiot. Da ist er. Der Query. Died of old Arsh. Super. Und jetzt ist wieder jemandem kalt. Aber er ist schon finding someplace warm. Someplace. Someplace warm. It's a finding. Wie sieht's bei der Kohle aus? Ist mir schon wieder viel zu wenig Kohle hier. Food, Firewood. Ja, passt. Coal. Coal, ja, steigt, sinkt, fällt, ist sich nicht einig mit sich selbst, ob er jetzt sinken, fallen oder steigen soll. Sinken, fallen oder steigen. Das ist wie doppelt gemoppelt. Egal. Was ist hier los? Jetzt komm, jetzt mach doch mal ein bisschen hinne hier, da. Increase Priority. Ich weiß, ihr wollt alle gerne da oben im Wald das Holz hacken. Das will ich aber jetzt gerade nicht. Ihr alle Leute dürft jetzt bitte den Query bearbeiten.
La 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 la. Da ist noch ein Arbeitsloser. Nee, nicht Increased Priority. So nicht. So nicht, mein Freund. Ta 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 ta. Natürlich brauchen die Leute, wenn sie hier schon arbeiten, noch ein bisschen andere Infrastruktur. Beispielsweise fehlt ihnen ein Stockpile. Und Häuser fehlen dem auch noch. So, jetzt kommen erst noch ein paar Häuser dahin. So, hier ein Häus, zwei Häus, drei Häus. Perfekt. Auf die andere Seite passen auch noch ein paar Häuser hin. Und ein Häus, zwei Häus, drei Häuschen. Perfekt. Da kommen dann, sobald die fertig sind, noch ein paar Häuser hin. Und dahinter soll jetzt noch eine Straße entlang führen. So. Hier irgendwo sollte jetzt auch nochmal so eine Straße lang führen. Genau. Dann haben wir das Ding auch komplett umrundet. Und jetzt hätte ich gerne einen Stockpile. Dann die ersten. Na, komm. Stopp, Stoppkette. Erstmal hier noch die Straße bis zum Ende durchführen. So. Und da jetzt ein Stockpile ran. Beziehungsweise einen Tunnel hätte ich hier auch noch gerne. Einen Tunnel. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Von hier. Yep, bis da. Ein Tunnel, bitte. Danke. So, da dürfen wir einen Tunnel hinbauen. Den Tunnel binde ich jetzt hier mal fix an. Ja, das kann ich aber auch so machen. Und der Zwischenraum dort, der wird jetzt mit einem Stockpile befeuert. So, so, nee, so, 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 ein Stockpile. Und, weil es so schön ist, noch einen zweiten. Ich befürchte natürlich, dass die Dame jetzt hier, die beiden Damen hier, mir das Feuerholz da weg, dann dahin schleppen. Egal, passt schon. So, das Fishing Dock nimmt Gestalt an. Wenn ich das doch nur von dem lieben Query jetzt sagen könnte. Das wäre doch ganz fein. Hier da passiert irgendwie auch nichts. Da fehlen aber auch noch die Häuser und die Stockpiles. Ach ne, hier ist ja wieder der blöde Berg. Dicker Andrea hat sich immer wieder niedergelassen. So, hier kommt ein Stockpile hin. Wie groß? 10x8. 10x9. 10x8. So, da kommt ein Stockpile hin. Okay. If you mean... Ach, die Bäume fallen schon von selbst um vor Langeweile. Ja, kann ich verstehen, Junge. I know that feel. So. Da kommt jemand angescheißert. Na, wo willst du hin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Denn das macht doch keinen Sinn, vorzugehen. Jetzt sag nicht, der rennt hier jetzt komplett durch den Wald runter. Ernsthaft? Wirklich? Ist das dein Ernst? Hol hier lieber die Sachen raus. Da wird erstmal die Straße gebaut. Ach Leute, ist das denn euer Ernst? Ja, hier das Fishing Dock ist mal wieder... Da passiert mir gar nichts. Die Storage-Bahn will ich gar nicht von sprechen. Die ist auch schon seit 3 Jahren hier in Planung. Es passiert nichts. Was soll denn das, Jungs? Was soll denn das? Wieso sabotiert ihr mich so? Muss das denn sein? Jetzt fällt mir ein, ich habe für diese lieben Fishing-Docks hier noch überhaupt keine Storage-Bahn dazu gebaut. Die müssen wieder Ewigkeiten weit rennen, damit sie ihre Storage-Sachen storagieren können. Unintelligent, sage ich dazu mal. Gut, die hier können das dahin bringen, die so, wahrscheinlich, nee, ist doch gar nicht so voll. Aber die hier müssen dahin. Ja, ist auch akzeptabel. Das ist okay. Wir werden es überleben. Es gibt Schlimmeres. Doch, doch, doch. Gibt Schlimmeres, eindeutig. Habe ich da einen Weg gebaut? Nö, habe ich nicht. Kann ich hier noch irgendwie... Ja, Weg. Weg, Weg, Weg. So, da dürfte ich noch einen Weg bauen.
ist es doch gleich viel schöner. Viel, viel schöner ist es doch gleich. So, da beim Query scheint was zu passieren. Endlich mal. Hier, wie sieht es hier aus bei dem Dings? Da ist noch gar nichts passiert beim Tunnel. Okay, if you mean, wenn ihr das so wollt. Macht es, wie ihr es wollt. Ihr lasst euch da nicht reinreden, wie es scheint. Ist schon in Ordnung. Von mir kriegt ihr keinen Druck mehr. Und ob ihr Druck kriegt, seht zu, Jungs. Was soll denn das? Das geht doch nicht. Ja, was sagt hier die Statistik? Kohle geht in den Keller. Super. Production, Essen läuft und so weiter läuft. Fuel läuft nicht. Ich verliere Fuel. Ich muss mehr Fuel produzieren. Wie es scheint. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber eigentlich habe ich doch hier genug Fuel. Hier liegt nicht mehr so viel rum. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Okay, das ist der Zeitpunkt, an dem ich sage, Lock Limit 15.000. 15.000. Und Fuel Limit genauso. 15.000. Hoppala. Ja gut, ich habe hier oben das ganze Ding gebaut, ohne zusätzliche Forester und Gedönse. Das holen wir jetzt nach. Hier ein Forester und da noch ein Forester. Die wir hier schön bauen werden. Da wird dann Holz produziert. Und in den Zwischenbereich hier kommt dann eine lustige Woodcutter hin. Beziehungsweise zwei Woodcutter. So. Die wir allerdings noch nicht bauen. Und daneben ein riesen Stockpile. Der Größe 9x10, weil da wieder ein blöder Berg im Weg ist. Andrea hat sich wieder mal dick gemacht. Wie ist das denn wahr? So, das wird dahin gebaut, dann wird da noch ein bisschen Holz produziert. Okay. Ansonsten hatte ich hier unten nochmal einen Woodcutter hingesetzt, der hier noch produziert. Eigentlich sollte das funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Was ist da los? Wie kann das sein? So, wir hatten jetzt da die Dinger gebaut. Jetzt brauche ich natürlich noch ein paar Häuser dazu. Die darf ich nicht vergessen. Sind wir hier schon im Radius? Sind wir. Perfekt. Hier kommen jetzt noch so ein Satz Häuser hin, natürlich für die Leute, die dann dort arbeiten sollen, wollen, können. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuschen hier. So. Von denen lassen wir schon mal, ja, 4 Stück bauen. Das wäre ganz gut. Noch ein Weg dazu, oder WG, besser gesagt. Hier entlang und da lang. Hier nochmal ein Weg. Und da oben nochmal einer. So. Schöne viele Wege. Dann können die Leute sich da verdingen in dem Dings. Okay, jetzt bauen wir noch hier nur so mal so ein Fishing Dock. Dazu 2 Häuschen. Hier nochmal so ein Feld für Plum. Einen runter, 2 rauf. Hier nochmal ein Feld für Plum. Einen runter, 2 rauf. Und hier nochmal ein Feld für Plum. Einen runter, 2 rauf. Noch ein Haus. Und noch ein Haus. So. Häuschen, Häuschen, Häuschen. Und dann kann ich, glaube ich, mal anfangen, hier die Taverne zu bauen. Tavern. Mit einem entsprechenden Haus dazu. So. Da haben wir wieder viel zu tun. So. Na, das gibt's doch nicht. Die Schulen sind wieder voll. Ich hatte hier noch irgendwo eine neue Schule gebaut. War das nicht so? Nee, hatte ich nicht. Doch, hier unten. Wieso ist die Schule nicht fertig? Baut mir die Schule! Ich hatte die Schule zugemacht, deswegen habe ich die übersehen in letzter Zeit. Aber die brauche ich dringend, schulemäßig. Gerät das hier gerade etwas aus den Fugen? Das wäre nicht gut. Ich brauche vor allen Dingen mehr Feuerholz. Jungs, produziert mehr Feuerholz. Wo seid ihr alle? Du hast hier zigtausend Sachen rumliegen, aber du produzierst kein Feuerholz. Was ist da los?
Wie sieht's hier aus? Da, Feuerholz. Mach mal, Junge. Mach mal. Muss ich einfach noch einen zweiten daneben setzen? Ich befürchte es fast. Na los, na gut. Wenn du meinst, dass du noch einen zweiten brauchst, dann kriegst du noch einen zweiten Woodcutter hier hin. So. Das Feld an der Seite füllt sich. 1, 2, 3. Ist ja nicht so, dass ich es nicht bauen kann, ne? Dann kommt noch ein zweiter Woodcutter hin. Hier dürfte einer reichen bei der kleinen Siedlung hier. Es wird immer voller und immer unübersichtlicher. Das ist doch doof. Und ich würde sagen, die Folge endet hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.